Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Beer With Me. Und ja, was soll ich euch sagen? Ich habe noch ein bisschen rumgeguckt, aber gar nicht so lange. Ups, das wollte ich gar nicht. Sorry, Leute. Wir sind ja das letzte Mal stehen geblieben, dass ich gesucht habe wie eine Bekloppte. Naja, was heißt wie eine Bekloppte? Es war ja gar nicht so lange. Und das Spiel ist ja leider einmal gecrashed. Dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen. Aber wie gesagt, da stecke ich leider nicht drin. Aber ja, guten Morgen, Kümmel. Ich habe dann gesehen, ich habe zum Fenster geguckt und wollte das ja schließen. Und habe mich gewundert, warum ich jetzt nicht schließen kann. Höchstwahrscheinlich denke ich mal, ihr habt es bestimmt schon gesehen. Hier ist ein Holzstück dazwischen. Damit er höchstwahrscheinlich, der rote Mann, da reinkommt. Red must have used it to hold the window up. Genau. Das heißt, wir nehmen das Holzstück jetzt. I'll take it with me. With some proper crafting, it can be used to access things out of my reach. Genau. Jetzt können wir nämlich das This won't hold on its own. zusammentun. There, now I can have higher aspirations. Und haben endlich einen Haken. Ja. Es hat gar nicht so lange gedauert, bis ich das endlich herausgefunden habe. Aber trotzdem, ein bisschen geguckt habe ich. Ich bin nochmal alle Zimmer abgelaufen, weil besonders das bei dem Zelt, also Zelt in Anführungsstrichen, bei der Höhle von Flynn im Zimmer, da war mir einfach so, dass da ja ein Besen war. Deswegen habe ich einfach gedacht, das wäre so das, was ich I'll take nutzen this key with könnte. me, just in case. It's always good to have keys around. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Sehr schön. Ich habe jetzt zwischendurch einfach aufgehört zu labern. Sorry, Leute. Aber wie gesagt, also ich habe nicht mehr lange gesucht. Und nein, ich habe auch nicht nachgeguckt. Das wollte ich auch nochmal sagen. Wie gesagt, wenn ich nachgucke, bin ich auch so ehrlich und gucke nach. Aber das dauert wirklich, bis ich wirklich nachgucke. Da muss ich schon echt wirklich verzweifelt sein, dass ich da nicht, dass ich dann wirklich gucke. Ach, da kommt sie dann so ran bei so einem kurzen Haken? Okay. Rust and the mugshots all escaped through the East Tunnel. It's closed off now. We've heard from several sources now that the police commissioner had ordered a lockdown. I was starting to wonder, was it to keep everyone at bay until they catch the person responsible? Or was it to maybe keep someone out? It's too big of a coincidence that all of this started to happen at the same time I left the city. And now, I find myself unable to return. I've come across the mugshot brothers, but as expected, they run cooperate. Wise guys, reasoning with them is a fruitless effort. However, the little information I've gotten could be useful later. They seem nervous. I mean, more than usual. We found some clues around the house that could help us find Flynn, but so far, everything is leading blind. I've examined the evidence myself, but can't connect the dots yet. It seems appropriate that the last case in my career would be like this. Everyone knows the story. Find out what happened to Flint.
Let's just hope it's not too late. Ja, das hoffen wir mal wirklich. Ich finde persönlich... Na, fangen Sie jetzt an zu reden gleich? Nee. Ich finde persönlich, die Musik ist sehr, sehr laut und er ist sehr, sehr leise. Ich gehe nochmal in den Einstellungen. Aber wie ihr sehen könnt, ich habe das schon so... Ich mache jetzt nochmal die Sprecherstimme ein bisschen lauter. Aber die Musik habe ich jetzt wirklich schon so leise. Also wirklich, das ist ja ein kleiner Fitzel von dem, was... Aber das ist teilweise echt wirklich so laut. Okay, City Limits. Dachboden. Kerze. Die können wir nehmen. Das werden wir auch gleich tun. I'll take it with me, just in case. Maybe I'll need to read in the dark at some point or something. Naja, aber dafür haben wir ja eigentlich unsere Taschenlampe, aber okay. It's locked. Können wir dafür den kleinen Schlüssel nehmen? Hey, ja. The key fits. Let's see what we have in here. Tintenfläschchen. I'll take the ink with me. If we wake up in 1789 tomorrow, I'll be all set. Sehr schön. The convertible of desks. Very chic. Ja, nicht nur schick, sondern die sind heutzutage auch verdammt teuer. Also wirklich so ein alter Sekretär, da kannst du richtig gut Geld verdienen. Aber dann werden wir mal mit Brian reden. Brian gucken wir uns erstmal an. Der ist bestimmt ja, der Wächter von dem Eingang von Paper City, würde ich behaupten. Poor thing, I bet he feels so alone up here. Ja, er ist bestimmt alleine, obwohl das Schaukelpferd... Horsey! Horsey! Are you hungry, Horsey? Ted, Horsey. Do we have a wooden carrot for him? Oh Gott, Horsey. Sehr süß. Okay. Good evening, officer. Oh my God, Miss Ashworth, is that really you? I must say, I've only seen you in the papers, but you look even better in person. Stop, you're going to make me blush. Oops, too late. No, but seriously, officer. Burke, Miss Ashworth, but you can call me Brian. Okay, Brian, we need to enter the city. You see, we're working on this case and we need to find a friend of ours. He might know some things. I'm terribly sorry, Miss Ashworth. I'm afraid no one is allowed to enter the city at this point. Not even a beloved and well-known celebrity such as yourself. I'm so, so sorry. Well... So sorry. That's okay. So sorry. Aren't you a bit young to be a policeman? Police officer, actually. I'm fresh out of the academy, but I'm planning to make detective in a couple of years. Well, that's ambitious. Is that a fake mustache? No. It is! It just fell on the floor. Well... This is embarrassing. I'm sorry. Everyone at the station has a mustache these days, and I just can't seem to grow one myself. My fiance even makes fun of me sometimes. Well, I think you look just dashing without a mustache. It makes you look younger. Thank you kindly, miss. That's a tough deal, kid. You'll have a hard time becoming a detective if you don't have a mustache. But you don't have one, Mr. Bear. I'm a private snoop, Jimmy. I don't need to fit in. I walk my beat alone. Oh my God! Kannst du nicht eine Ausnahme machen? Weißt du etwas über den roten Mann? Hast du Flint gesehen? Kannst du nicht eine Ausnahme machen? Bitte! Plinker, plinker, plinker. Can't you make an exception to let us pass? So, just this once. Mr. Bear, as much as I admire both you and Miss Amber, seriously, I'm a huge fan, but orders are still orders. Things are getting really bad down in the city. If anything were to happen to Miss Amber, I could never forgive myself. Dave, who ordered this lockdown? The state officials. Mayor Mills himself signed the decree. I'm afraid without the mayor's signature, no one is allowed to enter or leave the city at the moment. And it's Brian, sir. And how come the city is on lockdown anyways? I'm afraid I'm not in a position to discuss such matters, Mr. Bear. Terribly sorry. Weißt du etwas über den roten Mann? Stevie,
You know anything about the Red Man? I'm sorry, Mr. Bear. I really can't discuss such matters. I will tell you one thing, though. The word on the street is that the suspect, codename Red, is asking a lot of questions about Miss Ashworth. What kind of questions? What's so interesting about Amber, anyways? Hey! Don't worry, Miss Ashworth. You're the most interesting person I know. If I was a crazy lunatic with an agenda, I'd stalk you too. Aw, that's so cute. Thank you, Brian. Oh no, now I'm blushing. I just have to interrupt, whatever this is. Jerry, what kind of information is Red after? It's Brian, sir, and I'm afraid I don't really know much about the subject. Only what I hear from the fellow police officers here and there. Besides, I'm not in a position... to discuss such matters. Yeah, I know. Hast du Flint gesehen? You haven't seen Flint Ashworth by any chance. Miss Ashworth's brother? That's right. Have you seen him? I'm sorry, Mr. Bear. I'm confused. That's understandable, son. You're a Paper City police officer. Never mind that now. Wie kommen wir in die Stadt? So, what is it we need to do in order to enter the city? Well, I suppose you would have to get clearance, signed by Mayor Mills himself. And he'll just sign this clearance, no questions asked. And normally, no. I don't think so. But since you're in the company of the beautiful and talented Miss Amber, I'm sure the mayor will make an exception. I'll have to get the mayor on the phone to sort this thing out. You think he'll let us enter the city? I really don't know, but that drunk owes me a couple of favors. It's time to call him up on it. To the Batcave. Okay. Dann wollen wir mal den alten Saufbold vom Bürgermeister anrufen. Mayor's office. Hello there, doll. This is Teddy Bear. You may know me from such cases as saving the mayor's ass on several occasions. I've also set you up with a buddy of mine that one time. Of course, Mr. Bear, I know who you are. Are you looking to speak with the mayor, Mr. Bear? Because I'm afraid he's not in at the moment. Can I take a message? No, I have to talk to the mayor personally. It's important. When will the mayor be back? The mayor should be in first thing in the morning, Mr. Bear. Okay, never mind. Thanks anyway, doll. He's not in, and we don't have time to sit around and wait till he sobers up. We'll have to find another way. Hey, what if we made the clearance ourselves? That's falsifying government papers, doll. I like it. There should be some stationery around here. Give me a minute. Have a drink while you wait. A drink of what? Make-believe water? Never mind. Here it is. Ja, cool. Perfect. Oh, ich hab schon there. Gedacht. Now we just need something to use as a stamp. And we need to falsify the signature. You're an artist of sorts. You can do this, right? Not really. I could probably make a stamp out of something, but I can't falsify the signature. Fine. I'll get those two goons to do it. The mugshots? You think they'll help you? Don't worry. My right knuckle can be very persuasive. Okay. Dann gehen wir mal zu den beiden. Und schauen mal, ob die uns das fälschen können. Aber Kerzenwachs haben wir ja schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Und Tinte haben wir auch schon. So. Hi. Was geht? Any leads on the missing kid yet? That's classified. You too remembered something. Nothing useful, probably. I faintly remember my old man. He was sitting on a bar stool, just drinking away. And after a while, the waiters would just chuck him out the back into a dumpster. Okay, dann Genehmigung. I need your help, lowlifes. I've got this fake clearance to enter the city, and I need you to falsify the mayor's signature. And what makes you think we're the right guys for this? Do we look like counterfeiters to you? Ja, das tut ihr. Ja, das tut ihr. Ja. Yeah, you do. Yeah, we can do this. But again, what's in it for us? Könnt ihr es nicht einfach aus Gefälligkeit machen? Könnt ihr es für die Kinder tun? Ihr solltet es besser tun, wenn ihr wieder Klarinette spielen wollt. Nehmen wir das. You better do it if you ever want to play the clarinet again. What does that even mean? What do you think? It means I'm going to confiscate your clarinet. Oh no, not the clarinet, Jimmy. Would you do it for Amber? I would do it for Miss.
But something tells me you're just dropping names to get us to agree. She's with me, and she needs your help. Oh, yeah? She sure lost a lot of weight, or you finally lost your mind, because I can't see you. She's in the other room. She couldn't squeeze through. I'll cut you a deal, Snoop. You bring me proof that little miss is with you, and I'll falsify this report card of yours. You mean the clearance? What? Yeah, the clearance. I'll be back. Sure thing, Arnold. Okay. Amber? You got it? No, they don't have anything to write with. You have your pencils with you? Here you go, but be sure to get them back. I'll be right back. Künstlerwerkzeug. Papierblätter. There. Does this qualify as proof to you? Now, show some integrity for once in your life and do this thing. Whoa there! Are these the creator's tools? Where did a snoop like you get these? Der Muffinmann hat sie mir gegeben. Ein Typ in meinem Laden hat eine Menge davon. Ich habe sie selbst gemacht. Der Muffinmann. Der Muffinman hat sie mir gegeben. The Muffinman gave them to me. The Muffinman? The Muffinman. Amber gave them to me, obviously. They have her initials and everything. All right there, Snoop. Don't get all riled up. Show me that land deal you want falsified. You mean the clearance? What? Yeah, sure, the clearance. There. Now, if you don't mind, me and John have some business to attend to. So, how about you hit the old dusty trail? Okay. There. All sorted out. You didn't hurt them, did you? I sure did. Lowlifes like that only understand one kind of language. Oh no, Ted. Why are you always so mean to them? What? No. It's expected with those two. Never mind that now. I got it sorted. Let's head back to that cop boyfriend of yours. Okay. Ist das jetzt fertig? Unterzeichnete Genehmigung. Okay. Aber sollten wir nicht noch einen Stempel oder irgendwas haben? Ich habe gedacht, wir müssen jetzt mit Wachs noch einen Stempel machen. Also ich will mich nicht beschweren, um Gottes Willen. Gehen wir mal zum Dachboden wieder rauf. Und dann geben wir Brian mal die unterzeichnete Genehmigung. Come on. Are you even trying? Okay, das geht also immer noch nicht. I can't use that. Also müssen wir doch die Kerze anmachen und einen Stempel machen. Okay. Und wo kriegen wir jetzt bitte ein Feuer her? Das ist jetzt mal eine gute Frage. Where else to put them but underneath the bed where you sleep? Men, am I right? Okay. Wir gehen noch mal ins Arbeitszimmer zurück. Wir haben ja sonst, sie ist ja Künstlerin, sie zeichnet ja sehr viel, sie hat ja ganz viele Bilder gemalt. Können wir sonst mit dem Taschenmesser und der Kerze? There. Now I got a stamp. All I need now is some ink. Ja, hier bitte schön. Messy. Hopefully I won't get it all over my pockets. Okay, und all done.
Well, forging documents is a lot of work. Yeah, level up. Okay, ja, cool. Ich habe gedacht, ich muss hier noch was. Ich habe das ein bisschen anders gedacht im Arbeitszimmer. Oh, okay. Hat ja so auch geklappt. Sehr schön. Dann können wir jetzt Ryan endlich die Genehmigung geben. Und dann kommen wir endlich in Paper City. Ich bin so gespannt. So. Saubere Genehmigung. Bitteschön. Brian. Here you go, Mike. Signed by Jim. Mayor Mills himself. Yes, here it is, and it's like totally real and not at all fake. Well, everything seems to check out. Wait a minute. And enjoy the scenery, Miss Amber, Mr. Ted. It's a beautiful view of the city from here. Have a nice night. You too, Brian. Good night, Byron. Uiuiui. Süden von Paper City. Naja, dann auf geht's. Alright, I guess we're going back there. You ready, Ted? Give me a minute. I thought I left that place for good, you know. What about you? You haven't been there in some time, doll. Yeah, I think so. Besides, we have a case to solve. You're right. Let's go. Okay. It feels like going home. God damn it. It really does. Ted, I never asked you. What happened to your former partner? He grew up. Ich hab's wirklich sehr, sehr leise ja eingestellt. Es ist zwar gut, dass Spielmusik ist auch sehr, sehr wichtig, um die Atmosphäre auch ein bisschen reinzubringen. Aber das ist natürlich schon ein bisschen zu laut, obwohl ich das schon sehr, sehr... Oh, diese Töne gerade... Obwohl ich das schon sehr, sehr leise gestellt habe, wie ihr ja gesehen habt, es ist trotzdem noch sehr laut. Ich habe mich stimmentechnisch jetzt auch ein bisschen lauter gemacht, weil ich den Hinweis darauf bekommen habe. Ja, und schon sind wir im Hauptmenü wieder. Das passt aber eigentlich sehr gut, weil ich hätte jetzt auch die Folge beendet und das werde ich jetzt hiermit auch tun. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und in der nächsten Folge starten wir dann mit Episode 2 und dann sind wir im Paper City und dann bin ich mal gespannt, was da passiert, geschweige denn, was jetzt alles noch kommt, weil... Ich weiß nicht, es kam mir jetzt irgendwie doch ein bisschen schnell vor. Also ich kann mich irren. Also das ist jetzt die 5. Folge. Ja gut, es geht. Es geht. Für die erste Episode geht's eigentlich. Ich bin mal, wie gesagt, gespannt, was in der 2. Episode kommt. Was da jetzt in Paper City passiert. Ob wir Flint finden. Oder ob wir auf eine 3. Episode warten müssen. Das weiß ich nämlich nicht, Leute. Da habe ich echt keine Ahnung von. Aber, wie gesagt, ich beende jetzt hier diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.
in Episode 2 von Beer With Me. Also, habt noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Haut rein, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.